Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 23 Ultimate Team. Jawohl, wir haben neue Challenges. Earn Coach's Favorites, jawohl. Wir haben den Madden, was ist All Madden 2 Release? 2 oder 3 mittlerweile schon? Ich weiß gar nicht. 3, glaube ich, mittlerweile schon. Da interessieren uns halt so gar keine Karten. Das tut mir richtig leid, aber das ist... Also doch, uns interessieren schon ein paar... Ja, Saquon Barkley wäre nice, aber der passt halt nicht rein. Cam Chancellor 94 ist mit dabei. Wäre halt schon was, weil wie gesagt, wir haben immer noch unsere Lücken hier. Leider immer noch nicht aufgefüllt. Fitzpatrick, Howard, Howard Hayward und Co. warten immer noch. 3 Bengals, genau. Wir kriegen einen Dolphin dazu und wir kriegen einen Raider dazu. Theoretisch noch einen Raven, aber der Raven dauert noch ein bisschen. Das ist nämlich Mike Wallace. Also sollten wir erstmal unsere 2 Wide Receiver kümmern. Und hinten hätten wir eigentlich theoretisch auch noch einen Bengal. Theoretisch. Aber ja, müssen wir mal gucken. Deswegen würde ich jetzt sagen, schauen wir mal, dass wir unsere Spieler kriegen. Schauen wir mal, dass wir unsere Packs öffnen. Vielleicht noch was verkaufen können, das wäre schön. Mike Badgley können wir noch aufstellen. Aber ja, jetzt haben wir erstmal hier unten 5 ungeöffnete Packs. Starten wir mit denen. Most Feared Elite Pack. So, Jalen Johnson. Ah, da ist nichts dabei, was man verkaufen kann. Strategy Item. Packers brauchen wir auch nicht. 89 Overall Blitz Fantasy Pack. Ja, vielleicht können wir den noch verkaufen. Oh, jetzt CJ Ham Fullback. Müssen wir schauen, wie viel Runblock der hat, ne? Ich glaube leider nicht so viele. Boah, 83 ist eigentlich okay. Home. Compare. 83 Run Block. Willkommen im Team CJ Ham. Nice one. Nice one. Na, kann man doch behalten, siehst du? Heißt, wir verlieren noch einen Charger. Haben wir noch 80 plus Overall Platinum Pack. Das ist natürlich auch noch mit teuer, klar. Emmanuel Ogba, absolut nicht das, was wir jetzt haben wollen. Da müssen wir jetzt echt eigentlich mal hoffen, dass wir jetzt wieder was Großes ziehen. In den Platinum Packs. Nee, und da gehen wir komplett leer aus. Komplett leer. Das ist richtig schade. Wir müssen theoretisch hoffen, dass am Dienstag wieder ein guter Team of the Week-Spieler rauskommt. Schauen wir kurz im Marketplace rein, ob da irgendwas gespannt, irgendwas drin ist, wo ich sage, boah, geil. All Madden Boost Pack. 384 plus Overall Madden Players. Aha. Ja, es ist halt nicht wirklich viel. Okay, wir probieren es einfach. Come on. Alles 84. Oh! Zehntausend. 15.000. Und tschüss. Das ist schon mal gut. Und da hat man noch einen 90er drin gehabt. Ich habe es genau gesehen. Travis Kelce 90 hatten wir drin. Ah,
Ah, den kann man schon gebrauchen, jawohl. So, und die anderen, die 84er, die sollten nicht so viel Wert haben. Genau, deswegen sammeln wir die für die Geschenke, für die Weihnachtsgeschenke. In Hoffnung, dass wir da dann wirklich was Geiles rauskriegen. 9700 Training. Also da können wir schon echt was anfangen. So, dann haben wir jetzt noch unsere Weekly Elite Fantasy Packs. Das ist heute entscheidend. Je nachdem, wie gut die heute sind, sage ich ja oder nein zum Rest des Jahres. 85 Lester Hayes, 86 Kulipa. Ja, da ist Charles Lino mit 83 als Ding gar nicht so schlecht unterwegs, weil das sind mehr Coins, als wir für die anderen beiden kriegen. 1,3 Millionen haben wir jetzt. Vielleicht haben wir Glück, dass wir mehr Spiele holen können, als wir vorerst dachten. Bräuchten aber einen großen Pull. Deswegen wäre diese 88-Plus-Karte so wichtig gewesen. Und es wären nochmal 200.000 mehr gewesen. Bobby Wagner. 87 Seth Joyner. Ja, 84 Lane Johnson. 44.000 Coins, die nochmal dazukommen. Das ist nicht schlecht. So, letztes Pro-Fantasy-Pack diese Woche. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und dann heißt Spieler kaufen. Das ist 90 ist hoch. Uff, 90 ist hoch. 90 ist hoch. Deshaun Watson. Schnellverkauf. Irvin. Können wir so raushauen. Sieht gut aus. Verkaufen. Let's go. So. Und dann mache ich jetzt einen kleinen Cut. Dann warten wir mal, bis wir die alle verkauft haben. Und wenn es der Fall ist, dass wir die alle verkauft haben. Wenn das der Fall ist, dann cutte ich hier nochmal rein. Okay, Active Auctions. Eine ist noch aktiv. Weil vielleicht haben wir Glück mit Irvin und er verkauft sich während wir den Rest machen. Ah, muss ins Auction House, Freunde. Oh nein, wir machen einen Cut. Wir holen die nachher alle zusammen und dann schauen wir mal. Oder wir holen sie jetzt. genau, ich schau mal, mach kurz einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder hier im Auctionhaus. Genau, bis dahin, ciao und V, bleib gesund. Wie gesagt, dranbleiben, ich bin gleich wieder da. Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum Part 2 der Folge, zum zweiten Teil, zum Reingeschnittenen. Ich habe mich so gerade schon mal informiert ein bisschen, was wir alles brauchen. Und wir zeigen, wir fangen mit dem an, was wir definitiv brauchen, und zwar Casey Hayward. Casey Hayward ist unfassbar stark. Der hat alle, und ich sag's jetzt nochmal, alle anderen Cornerbacks von mir geschlagen. Nur, glaube ich, ein Wert ist ausgeglichen. Also das ist echt Wahnsinn. So, jetzt pass auf. Owusu, den habe ich auch noch im Blick, statt Okuda. Der ist nämlich auch nicht schlecht, aber es ist leider Zone und nicht Man-to-Man. Stephon Gilmore haben wir schon. Die Angel Hall will ich gar nicht. Wen haben wir noch? Jonathan Jones. Ja, was ist denn jetzt? Casey Hayward to fix. 409, oh. Dann ist es aber wieder teurer geworden. Das finde ich nicht so cool. Chargers. Ja, 409. Ah. Schade. Das ist natürlich ein stolzer Preis. So, theoretisch haben wir jetzt 5 200.000er offen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir als erstes mal zu unseren Wide Receivern. Da müssen wir dann zu den Bengals. Dann sehen wir schon Jamar Chase für 169.000. Der ist schon mal ein bisschen billiger. Marvin Jones ist deutlich teurer da hinten. Aber ja. Jed Okusenko. Der ist gesetzt. Hat von Anfang an gesagt. Den nehmen wir.
Jamar Chase ist unsere Nummer 2. Wird sich dann viel mit Devante Adams teilen. Und von den Bengals brauchen wir noch jemanden. Und zwar einen Running Back, der sich bisher sehr bezahlt gemacht hat bei uns. Joe Mixon ist back im Lineup. So. Und jetzt muss ich aufpassen, denn wir haben hier noch einen FS, den wir brauchen. Der spielt aber bei den Steelers. Und schimpft sich Minka Fitzpatrick. So, und jetzt ist die letzte Frage. Wide Receiver. Mike Wallace 300.000 ist leider zu teuer. Das ist schade. Den hätte ich nicht noch für die Ravens auf der Liste gehabt. Aber das macht nichts, weil dann schauen wir jetzt zu den Bengals zurück. Klicken da auf CB. Und sehen, dass Awuzie nur 169.000 kostet. Und nehmen ihn mit. So, 64.000 haben wir noch übrig. Das heißt, wenn wir wirklich eine gute Karte ziehen sollten unter der Woche, haben wir eine gute Chance, glaube ich, dass wir Mike Wallace noch holen können. Wallace wird natürlich die Ravens-Synergie bekommen, damit wir da 5 Punkte haben bei den Ravens. Könnte aber auch Dolphins haben. Also das ist wirklich was, wo ich sage, da ist er nicht schlecht drin. So, HB1 ist definitiv Joe Mixon. Weil Joe Mixon, compared to the anderen, boah, 94, der geht sofort hoch. Sollte besser sein, 93, 91 Agility, 84 Carrying, ist er stärker Catching, ist er stärker Change of Direction, ist er stärker Trucking, ist er um ein schlechter Break Tackle. Also wie gesagt, Joe Mixon besser als Derrick Henry, somit Derrick Henry wieder unsere Nummer 2. Upgrade natürlich, Joe Mixon bekommt dann natürlich was dazu, um Himmels Willen, kriegt als erstes mal hier den Freight Train, das ist glaube ich ganz logisch. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Ding sonst noch was hatte. Derrick Henry. Ne, hatte nur einen Freight Train. Right. Wide Receiver 1. Jet Okocinco Upgrade. Bengals. Front Art. Muss ich jetzt tatsächlich sagen, bin ich ganz schwer am Überlegen. Chad Johnson Item. Hat die Megatron auch? Hat er. 90 plus 1, dann hätte 92 praktisch. Okay, das ist gut zu wissen. Dann haben wir noch jemanden. Jamar Chase. Zurück im Lineup. So, da muss ich jetzt natürlich sagen, compare Jamar Chase mit Devante Adams. 90, 92, 92, 93, 91, 90, 92, 87, 92, 92, 91, 90, 90, 90, 90, 92. Ja, gut, da hat Jamar Chase Glück, dass er der eine ist, der vorne dran ist. Da müssen wir jetzt natürlich einiges machen. Jamar Chase kriegt hier erstmal was freigestellt und kriegt dann hier natürlich Jack him up. Increased chance to break the first post-catch tackle.
Das ist mal frei bisher. So, Superstar X-Faktoren für die Offense. Aktiviert Joe Mixon und Jamar Chase. So, dann haben wir jetzt immer noch 3 Punkte frei. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. 4 aktive Superstar-Synergien, das ist gut. Defense. Ich glaube, mit einer der wichtigsten Punktpositionen, Minka Fitzpatrick. Upgrade. Das ist gleich mal die Dolphin-Synergie obendrauf. Oh, 5 AP, das ist halt echt viel. Also Pick Artist wäre sehr interessant. Geht sofort auf 94 hoch. Dann haben wir noch jemanden hier, Casey Hayward. Medium Brute KO wäre sehr interessant, finde ich, meiner Meinung nach. Ach, stopp. Was du natürlich verlierst, ist die Chargers-Synergie. Tut mir leid, Bruder. Ändert aber nichts eigentlich. Genau. Geht wieder sofort wieder 94 hoch. Passt. Bengals Raiders sind back. Was natürlich fehlt, sind die Ravens von einem Punkt. Wenn die Chargers würden Keenan Allen verlieren in der Offensive, dann hätten sie immer noch 6 von 10. Würde ihnen immer noch reichen. Aber ja, was haben wir denn hier jetzt so? Troy Polamalu, Avalanche. Das ist gar nicht so schlecht. Polamalu mit der Avalanche. Wo haben wir ihn denn? Da unten. Daniel Hitzig, Force Fumbles. Jawohl. Den Tip Drill brauchst du halt nicht. Den müssen wir dir removen. Das ist ein Punkt, den du absolut nicht brauchst. Ist zwar nicht schlecht, bringt uns aber weniger. So, pass auf. Derwin James hat Unfakeable. D-
Das wäre was für Polamalu. Unfakeable ist was für Polamalu. Nachdem das unser Sub-LV ist, macht es absolut Sinn. Stonewall prevents additional yardage gains while tackling. Superstar Ability Speed, der Speed Rush muss praktisch ignore Blocker Resistance. Das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich sage, das wäre auch für ihn hier nicht schlecht, dieser Speedster. Weil auch er ist nicht schlecht und ist schnell. Removability, jawohl. Vor allem, es ist nur ein Punkt. Dasselbe gilt für Joey Bosa. Wenn er das machen kann, kostet nur ein AP. Und Jason Taylor kriegt den auch noch mal mit. So, da haben wir ja schon mal 4 APs weg. Jawohl, so, Jason Taylor. Wie gesagt, also das ist die Mannschaft, die wir da jetzt haben, defensiv. Die ist eigentlich schon echt gut. Bei Ray Lewis bin ich mit dem Reinforcement noch nicht sicher. Brauchen wir das? Bei doch Runblocks ist es nicht schlecht. Improved Coverage in Catch, Knockouts in Man and Zone. Also, was wir eigentlich brauchen ist. So, aktivieren wir erstmal die ganzen Speedster. Einmal, zweimal, dreimal und Taylor ist schon aktiv. 4. Dann müssen wir eigentlich Polamalu unfakeable. Damit haben wir 8 von 12. Und jetzt ist die Frage. Und dann nehmen wir Casey Hayward dazu mit Improved Coverage und Catch Knockouts in Man and Zone. Also warte mal, Improved Coverage and Catch Knockouts. Ah, das ist gar nicht. Das sind gar keine Interceptions. Das ist Knockouts, deswegen haben sie die immer ständig weggenockt. Jetzt macht das Sinn. Aber wenn wir dem jetzt Zone Coverage geben, Zone Hawk, more in Zone Coverage. Aber wir spielen keine Zone, das ist das Problem. Dass Minka Zone Coverage spielt, wird wesentlich öfter vorkommen. Jetzt haben wir immer noch 4 offene Punkte. 4 Stück, die wir verteilen müssen. Unfakeable ist bei dir Bullshit. Medium Root KO.
Improved Knockouts. Ich will eben keine Knockouts haben. Ich möchte eigentlich, dass sie intercepten. Artist. Dann aktivieren wir noch die zwei Pick Artists. Und dann schauen wir mal, wie das in Zukunft läuft. Aktivieren. Und aktivieren. And now we're talking shit. Jetzt sind wir da angekommen, wo es interessant wird. Special Teams. Da fehlt natürlich jetzt jemand. Michael Badgley darf da rein. So. Und Badgley, bei dem müssen wir natürlich auch was mehr upgraden und sagen so, hey, Freundchen, Superstar. Oh, nice. Ich wollte gerade sagen, wie viel haben wir denn da frei eigentlich? 2 AP. Michael Dixon hat die aber nicht, ja? Ne, da können wir nur hier upgrade und dann sagen, so, ja, du darfst bei den Seahawks spielen, so. Wusste er davon noch nicht. Der Focus Kicker echt lieber. Muss ich einfach mal so straight direkt sagen. Michael Badgley. Der kriegt natürlich noch eine andere Mannschaft, ist ja klar. Colts haben wir nicht, Chargers haben wir. Bei uns war er so geliebt am Ende. So gar nicht. Hat aber einen Haufen Geschwindigkeit. Colts hätten wir 4 von 5 erreichen können. Lions 3 von 5. Na ja, gut, Chef Okuda, aber der fliegt ja auch noch raus. Ja, den Rest Titans 4 von 5. Ja, my shit happens. Kick-off Specialist Michael Badgley. Long Snapper bleibt Worfs. Jawohl. Dixon. So, und jetzt Defense. Fliegt noch einer raus. Und zwar Jeff Okuda. Muss ich natürlich dementsprechend dann wahrscheinlich wieder verkaufen, wenn wir sie überhaupt verkaufen können. Tidobi Awuzie. Und da müssen wir jetzt mal kurz schauen. Ob der besser ist. Ah, Shaquille Griffin. Shaquille Griffin war besser als Jeff Okuda. Yes, ist er. Zu den Rams, hier haben wir die Jaguars-Ding jetzt gegeben, weil wir keinen Rams-Spieler mehr haben. Compare.
mit Awuzie. Na, da keine Chance. Da hat Awuzie keine Chance. Da ist Jalen Ramsey besser. Und somit steht die Defense auch wieder. Das ist sehr, sehr schön. Ich liebe es, wenn die Defense steht. Was wir noch machen können jetzt theoretisch, ist kurz schon mal Chase Compare mit Davante Adams. Geben sich da halt echt nicht viel. Wenn Mike Wallace da dazukommt, ist es halt das Duell zwischen Adams und Chase, wer da wirklich rein darf. Weil Mike Wallace wird dann hier erstmal gesetzt sein. Joe Mixon passt. Justin Fields, da bin ich jetzt gerade noch überlegen, haben wir so oft den X-Faktor aktiv? Weil sonst wäre ich halt schon so, dass ich sage, okay, pass auf, lass Fields mal außen vor, ausnahmsweise. Und mach den komplett an. Also bis auf die Mid in Elite. Ist ja auch blöd, dass er da eigentlich alles an... Blöd, in Anführungszeichen, dass er da alles an Gates verschwenden. Wir haben, glaube ich, keine Sache. Also wir können hier zwei APs freischalten. Das ist natürlich die Frage. Scherf und Humphrey, hat das bisher so viel gebracht bei euch? Was können wir da noch raushauen? Zum Beispiel für Nelson. Wichtig ist, dass die Innenseite das schon mal hat. Dann würde ich jetzt tatsächlich Andrew Thomas noch geben, dieses Fool Me Once. Mal schauen, ob es funktioniert. Jetzt zwei Punkte darauf. Okay, was hat Justin Fields denn theoretisch so als Ding, Superstar-Fähigkeit? Nee. Das ist nicht schlecht. Sonst hat er, glaube ich, nichts gehabt für einen, oder?
War vorne eigentlich nichts für. Ah, doch, stopp, da hätte noch vielleicht noch was drin sein können. Wir haben noch einen Punkt offen. Und Justin Fields hat genau zufällig einen Punkt, aber zwei Sachen. Genau. So, dann schauen wir einfach mal, wie das funktioniert. Am besten gleich morgen im Spiel gegen das Team der Woche. Aber müssen wir mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt ciao und ciao. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüssikowski. Ich versuche jetzt die Spieler noch zu verkaufen und vielleicht haben wir Glück und wir können morgen nach dem Spiel noch Mike Wallace kaufen. Bis dahin, Tschüssikowski, wir sehen uns.